Ärztin sagte mir ziemlich trocken, sie haben Knochenmarkskrebs, unheilbar. Ja, ich dachte, vielleicht muss ich halt dann bald sterben, aber ich hatte immer den Frieden im Herz. Die haben dann zu dritt für mich gebetet. Und ja, das war für mich schon neu, diese Art Gebet. Sie haben mir Hände aufgelegt, auf den Kopf und auf die Schulter, zu dritt. Und alle drei haben gebetet. Und dann ist so ein Kribbeln den Rücken hinüber und hinauf gegangen. Also so etwas habe ich noch gar nie erlebt vorher. Dass er heute noch heilt, das wusste ich eigentlich gar nicht.